Freunde, was geht? Heute gibt's ein neues YouTube-Video. Oh, meine Kamera wackelt. Da ich gesehen, heute reagieren wir mal wieder auf ein Video, und zwar auf Sauerstoffmangel. Denn ich will es jetzt in meinem Video nicht so erklären. Ich möchte es jetzt einfach mal mit euch angucken und ein Video dazu, dachte ich einfach mal. Und heute gibt's die Reaction, wie gesagt. Und ich würde sagen, let's go. So, ich mache mal jetzt hier klein, weil man sieht den kompletten OBS-Bildschirm schon wieder. Klein, wir sind in Google. Damit, hier habe ich übrigens nachgesucht mit einem Thumbnail heute. Also irgendwie reinkommt. Ach, jetzt bin ich hier sogar weggekommen. Jetzt geben wir einfach oben mal ein. Sauerstoffmangel im Aquarium. So, machen wir mal Filter. Okay. Ah, hier. Das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go. Ich drücke mal drauf. 9 Minuten, okay. Dauert gar nicht so lange, okay, wir dann kommen jetzt in YouTube rein. I have a challenge for all of you. Go to every computer in your house, your mom's, your dad's, your sister, your brother's computer. Hallo und herzlich. So, es geht rein. Ich hoffe, OBS funktioniert jetzt hier. Ja, es funktioniert sogar OBS. Okay, wir schauen weiter. Wir machen mal die Qualität auf 720p. Weil wir müssen jetzt auch nicht so, weil das, dann wird meine Kollegierung nur überlastet. Sieht man hier. So. Dann fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Deine Bewohner im Aquarium verhalten sich irgendwie komisch und du hast Angst, dass du einen Sauerstoffmangel im Aquarium hast. Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video schauen wir uns mal an, wie wir einen Sauerstoffmangel im Aquarium erkennen können. Also ich persönlich hatte noch nie einen Sauerstoffmangel. Jetzt mal abgesehen von so kleinen Dingen, aber ich habe eigentlich immer genug Sauerstoff in meinem Aquarium, also... Meine Fische sind ja gleich neben mir, also das ist bei mir eigentlich nicht so das Problem. Aber wir schauen mal weiter, let's go. Und was wir dagegen tun können. Also, Film ab und viel Spaß. Ja, bevor wir jetzt in das Video starten... Ich verlinke euch einen YouTuber mal unten, weil es irgendwie unkorrekt, wenn ich darauf reagiere jetzt. Und ja, vielleicht dann noch ein Abo mehr bekommt. Lass mich vielleicht noch eine Anmerkung machen. Keine Panik, ja? Also selbst wenn du jetzt wirklich... Also bei Sauerstoffmangel ist es so, wenn das jetzt so ist, dass tote Tiere drin sind, dann ist es ein ziemlich großer. Aber wenn die Fische noch oben gapsen, also nicht so schlimm jetzt so. Ihr wisst schon, so mäßig so. Also dass sie so hochkommen, dann mal wieder runter hoch. Halt. Ja, also es kommt immer darauf an. Es gibt ja einen CO2-Mangel. Und es gibt ja CO2. Wenn dann zu viel ausgestoßen wird, gibt es auch einen Mangel aus und den Sauerstoffmangel. Also es gibt ja mehrere Mangel. Wirklich einen Sauerstoffmangel in deinem Aquarium. Aber ich denke mal, da wird dann das Thema nochmal eingehen, denke ich. Also da schon. Aquarium hast, kannst du die Auswirkungen davon durch schnelles und richtiges Handeln für deine Tiere relativ... Also ich würde erstmal einen Wasserwechsel machen, weil das bringt Frische rein oder altes Wasser so fern. Das wäre eigentlich ganz okay, ne? Weil wenn man... Guck mal, meine Korrigierung immer noch überlastet ist. Nee, es geht jetzt gerade sogar. Eigentlich, es geht relativ sogar. Ja, es geht sogar. Okay, wir schauen weiter. Sorry. Relativ gering halten. Okay, kommen wir dann mal zu dem Punkt, wie erkennt man denn überhaupt eigentlich... Dass Fische an der Oberfläche nach Luft schnappen. ...ein Sauerstoffmangel im Aquarium. Und ich will nicht jetzt vorurteilen, also sorry, weil viele regen das auf, wenn ich immer reinlaber, aber kurz will ich auch mal ein Fazit dazu geben, was ich zu der ganzen Thematik so finde. Natürlich die Frage, naja, woran kann man es wahrscheinlich am ersten merken? Natürlich an den Tieren. Das heißt, wir schauen uns als allererstes... Gerade bei Garnelen, ich hatte damals mal Garnelen. Und bei meinen Garnelen war es so, damit die sich halt wirklich am... Also die sind, haben sich irgendwie versucht hochzukommen, ja. Ob die sich an den Pflanzen festgekrallt haben, haben wir jedenfalls versucht nach oben zu kommen. Also die haben... Also ich hatte damals bei meinen Garnelen mal einen Sauerstoffmangel, aber bei Fischen eigentlich noch nicht. Ich hatte mal wirklich ein komplettes Garnelen-Aquarium. Eigentlich, ja. Soll ich vielleicht Untertitel anmachen, aber es kotzt an, ne? Nee, mache ich am liebsten nicht. Natürlich mal die Tiere in deinem Becken an, also die Fische und die Garnelen. Das heißt, Fische werden zum Beispiel, wenn du einen Sauerstoffmangel im Becken hast, vermehrt oben an der Wasseroberfläche rumschwimmen. Beziehungsweise dauert nach... Das sind übrigens Kalflexalmer, falls du es nicht mal weißt. Luft schnappen. Man darf das aber dann natürlich auch nicht damit verwechseln, dass die Tiere vielleicht nach Fressen suchen. Ne? Das passiert ja auch manchmal, wenn zum Beispiel irgendwie Staubkörnchen oder sowas auf der Wasseroberfläche rumschwimmen, dass dann die Tiere versuchen, diese zu fressen. Also das muss man da schon ein bisschen differenzierter betrachten. Also bei meinen Guppies war es mal so, damit die oben geschwommen haben, aber... Das war jetzt, glaube ich, normal bei Guppies, oder? Aber ich habe mir mal ein Video dazu angeguckt, da haben die gesagt, das war wohl normal. Jetzt ist es aber irgendwie nicht mehr so. Wenn sich sehr, sehr viele Tiere und auch vielleicht bodenlebende Tiere... Oh, ich gebe mal ein Like. Habe ich sogar vergessen. Ich drücke den auch mal ein Abo rein und ein Like.
10.600 Abos. Geht ja. Also oben an der Wasseroberfläche sammeln, dann ist das schon ein starkes Zeichen dafür, dass vielleicht da ein Sauerstoffmangel vorliegt. Ebenso bei den Garnelen. Die Garnelen sind normalerweise ja am Boden ansässig. Ja, das meine ich halt auch damit, dass sie sich dann halt oben festkrallen irgendwo an Pflanzen und dann halt versuchen halt nach oben halt zu kommen, weil da halt mehr Sauerstoff natürlich ist. Das heißt, sie grasen da irgendwie über Bodendecker drüber oder über Steine oder was auch immer. Und wenn du merkst, okay, deine Tiere, also vor allem die Garnelen, die kommen an die Wasseroberfläche. Ja, also, dass das meine ich halt damit. Das war bei meinen damals halt der Fall. Da hatte ich auch, glaube ich, nur einen so einen kleinen Mini-Filter drin, ja. Also das war bei mir wirklich jetzt nicht so wirklich gut. Zum Beispiel irgendwie zum Beispiel auf Stängelpflanzen klettern und wirklich vermehrt. Also jetzt nicht nur 2-3, sondern wirklich. Bei mir waren es aber auch nur so 5-6. Also ich hatte, glaube ich, 20 Garnelen im Aquarium. Also so ganz kleine waren das. Das waren diese Mini-Garnelen hier, falls ihr die kennt. Ja, bei mir war es so. Der Großteil deiner Tiere oben ist, dann ist das wirklich ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass du einen Sauerstoffmangel hast. Ebenso, wenn also, die Tiere es dann... Es muss ja nicht immer gleich ein Sauerstoffmangel sein, wie ihr schon gesagt habt, Leute. Also macht euch ja keine Panik, wenn 3 Garnelen bei euch hochkommen, weil vielleicht... Na gut, wenn die jetzt nicht nach Luft irgendwie schnappen oder irgendwie sich irgendwie festhalten, aber wenn die einfach hochkrabbeln, dann ist es ja normal. Bei mir war es damals so, als ich einen Sauerstoffmangel hatte, dass die Tiere sich zum Beispiel an meinem Thermometer so ein bisschen festgekrallt haben. Und als ich dann das Thermometer ein bisschen bewegt habe, hat sich auch keines der Tiere bewegt. Also so ein bisschen kam es mir vor, wie als wären sie benommen, als wären sie apathisch, so in einer Art Energiesparmodus. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, selbst wenn man irgendwie bei mir auch wirklich 3 Sauerstoffpumpen hat, es kann trotzdem ein Mangel sein, ja. Es kommt natürlich auch auf die Vielzahl halt der Fische an, wenn ihr halt, sag ich jetzt mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz viele Fische habt, dann ist es natürlich normal, dass mal ein paar hochkommen, so mal so mäßig, wisst ihr, mal natürlich jetzt nicht vermehrt. Von daher würde ich halt da darauf achten, wie deine Tiere reagieren, beziehungsweise wenn du natürlich gerade auch in den Morgenstunden merkst, okay, es sind schon tote Tiere drinne, dann kann das natürlich... Ich sage euch ehrlich, Leute, ich kann das nicht sehen, wenn irgendwie ein toter Fisch schwimmt. Also ich hatte das zum Glück noch nicht oft so. Klar, so, wenn sie zu alt werden, dann ist ja klar, dass sie dann irgendwann auch hops gehen. Aber so mäßig jetzt, so wirklich ein, also wirklich so viele tote Fische hatte ich noch nie jetzt so. Manche, bei manchen kippt ja richtig das Aquarium um, so ein bisschen so mäßig. Indiz dafür sein, dass zum Beispiel in der Nacht ein Sauerstoffmangel in deinem Becken war und du... In der Nacht? Ja gut, von den Pflanzen vielleicht, aber... deswegen halt dann Tiere zum Beispiel verloren hast. Um aber da wirklich ganz sicher zu gehen und das nicht nur an irgendwelchen Symptomen vielleicht festzumachen, sollte man auf jeden Fall bei sowas einen Sauerstofftest haben. Den gibt es halt als Tröpfchentest. Okay, habe ich nicht da, weil ich habe immer genug Sauerstoff eigentlich drin. Also siehst du ja an meinen Tieren, die sind ja auch freudig, die schwimmen nicht irgendwie oben so. Also wenn es jetzt kritisch werden würde, dann würde ich mir vielleicht sogar so einen holen, ja, zu sicher gehen. Man kann, falls man wirklich Angst hat, wirklich einen Sauerstoffmangel im Becken zu haben, dann diesen Test durchführen und hat wirklich Gewissheit und muss sich nicht auf so ein paar kleine Indizien da verlassen. Okay, kommen wir dann mal zu der Frage, wie denn überhaupt ein Sauerstoffmangel entsteht. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass natürlich zum einen deine Tiere, also in dem Falle zum Beispiel Fische, Garnelen oder vielleicht auch Schnecken, natürlich Sauerstoff zum Leben brauchen. Jedes Lebewesen. Aber auch Pflanzen. Auf der anderen Seite ist auch wichtig zu wissen, dass Pflanzen Sauerstoff benötigen. Das heißt, am Tag produzieren sie Sauerstoff, aber in der Nacht benötigen sie halt auch Sauerstoff. Ne? Das heißt, da muss man auf jeden Fall drauf schauen, weil es halt nicht nur deine wirklichen Lebewesen, also ich sag mal Fische und Garnelen sind, sondern halt auch in der Nacht deine Pflanzen Sauerstoff benötigen. Und jetzt ist es halt so, dass wenn du einen Sauerstoffmangel hast, dass ein, ja ich sag mal, Ungleichgewicht zwischen den sauerstoffliefernden und sauerstoffzehrenden Prozessen sind. Das heißt, dass die sauerstoffzehrenden Prozesse da im Übermaß vorhanden sind und die sauerstoffliefernden Prozesse diesen Sauerstoff gar nicht mehr alles bereitstellen können, sodass halt da wirklich ein großes Ungleichgewicht entsteht. Und das kann zum Beispiel dadurch verursacht werden, dass du zum Beispiel einen Radikalrückschnitt in deinem Aquarium gemacht hast. Das heißt, zum Beispiel irgendwie 50% der Pflanzenmasse aus dem Becken herausgeschmissen hast, sodass halt am Tag sehr, sehr viel weniger... Also bei mir ist es thematisch jetzt so... Also bei mir ist es eigentlich so, generell so, dass ich gar nicht so viele Pflanzen habe. Ich habe so 5-6 so, aber das sind so untere Pflanzen, also so oben mag ich das nicht. Wenn so Pflanzen
meine, es stehen wirklich viele drauf, ist ja auch nicht schlimm, aber diese Pflanzen, die immer hochkommen und dann sich so verteilen, meine, ja, es sieht schön bedeckt aus so, ja, aber ich stehe dann überhaupt nicht drauf, also hinten so ein paar Pflanzen finde ich ja dann schön, aber also ich stehe da persönlich nicht drauf, also es tut mir leid, wenn ich jetzt andere Leute damit so ein bisschen beleidigt habe, so nach dem Motto, das muss man doch mal noch schön finden, nein, ja, ich stehe nicht drauf. Sauerstoff produziert werden kann, beziehungsweise also, sich... Das heißt jetzt nicht, damit ich keine Pflanzen mag, so mäßig, aber halt nicht so viel im Aquarium. Das ist ein Aquarium, kein Biotop, wisst ihr, wie ich meine? Überhaupt im Wasser lösen kann. Ebenso kann es zum Beispiel ein Grund sein, dass du die Temperatur erhöht hast. Denn also meine Temperatur ist 25 Grad bis 27 Grad. Nur mal so. Jetzt. Das Wasser speichert ja quasi in Anführungszeichen... Also... Wie ich weiß, kann wärmeres Wasser kann nicht so gut Sauerstoff speichern. Das weiß ich jetzt nur. Kälteres Wasser kann es besser speichern. Das ist mir bewusst, ja. Speichern dann oder löst quasi das den Sauerstoff. Und hier ist es so, dass je höher die Temperatur steigt, desto weniger Sauerstoff kann im Becken gelöst werden. Das merkt man zum Beispiel gerade im Sommer, wenn die Temperaturen dann mal vielleicht auf 30 Grad 30 Grad, naja gut, wenn die Außentemperatur, ja, dann erwärmt sich das ja auch ein bisschen im Aquarium. Ich meine, dann stellt man halt die Temperatur ein bisschen runter, so, das ist ja kein Ding. Sein können in deinem Aquarium. Das heißt, zum Beispiel im Gegensatz zu einem 20 Grad kalten oder warmen Wasser, ist dann natürlich das 30 Grad warme Wasser dann halt sauerstoffärmer an dieser Stelle. Ebenso kann auch ein Grund zum Beispiel sein, dass du einen zu hohen Besatz hast, also dass du wirklich sehr, sehr viel... Das meine ich halt auch. Wenn man wirklich zu viel Fisch im Aquarium hat, ich meine, ich habe jetzt, es geht so, ich habe auch relativ kleine Fische drin. Aber wenn man jetzt so Discos hat, deswegen sollte man ja auch immer ein größeres Aquarium, nicht wegen der Umfläche, dass sie schwimmen, ist ja klar. Aber auch wegen dem Sauerstoff. Ein größeres Becken kann natürlich mehr Sauerstoff speichern als ein kleineres, ja. Oh, viele Fische in dem Falle oder generell Bewohner in deinem Becken hast, beziehungsweise natürlich auch zu viele Pflanzen, denn gerade auch in dicht bepflanzten Becken kann es gerade ja auch in der Nacht zum Beispiel zu einem Sauerstoffmangel kommen, weil da natürlich dann auch die Pflanzen noch zusätzlich O2, also Sauerstoff, benötigen. Ein weiterer Punkt kann zum Beispiel auch eine Bakterienblüte oder eine vermehrte Bakterienaktivität sein. Da geht es zum Beispiel auch so in Richtung Nitrifikation. Also wenn du zum Beispiel sehr, sehr viele Verunreinigungen im Wasser hast, ist es natürlich notwendig, dass deine Bakterien das abbauen und vermehren sich natürlich. Aber die brauchen ja zum Überleben auch wieder Sauerstoff. Das heißt, da kann es halt auch natürlich ein Problem sein, wenn du auf einmal in der Nitrifikation da sehr, sehr stark quasi ranfährst. Und ein anderer Punkt ist auch noch zum Beispiel der Einsatz von zum Beispiel sauerstoffzehrender Chemie, zum Beispiel wie Easy Carbo, was halt auch sehr sauerstoffzehrend ist. Ja, man darf das Ganze aber auch nicht mit einer CO2-Vergiftung verwechseln, denn das können ähnliche Symptome sein, aber es hat sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, bei dem Sauerstoffmangel ist natürlich der Sauerstoff im Mangel, aber bei der CO2-Vergiftung ist einfach zu viel CO2 in deinem Becken, aber zum Beispiel auch dann halt genügend Sauerstoff. Das heißt, wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht sagt, deine Tiere nehmen ja natürlich Sauerstoff durch die Kiemen auf, aber geben natürlich auch gleichzeitig CO2 an die Umgebung durch die Kiemen ab. Und wenn natürlich jetzt der CO2-Gehalt in deinem Aquarium höher ist oder immer höher wird, dann können die Fische oder deine Garnelen, ist ja egal in dem Falle, können dann halt nicht mehr ihr CO2 quasi loswerden. Das heißt, trotz dass genug Sauerstoff in deinem Becken ist, ersticken quasi deine Tiere. Also das darf man halt an der Stelle auch nicht verwechseln. Da werde ich wahrscheinlich noch mal ein eigenes Video zu machen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ja, kommen wir dann zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Und hier ist es natürlich wie immer in der Aquaristik so, wenn du irgendwo ein Problem hast mit Wasserwerten, dann solltet ihr auf jeden Fall als allererstes so als Erste-Hilfe dann auch mal einen Teilwasserwechsel machen. Das heißt, ihr packt einfach das alte Wasser dann zur Hälfte oder sowas raus und füllt es dann halt durch frisches, sauerstoffreiches Wasser in dem Falle wieder auf. Das heißt, man hat dann zumindest kurzfristig da das Problem behoben. Mittelfristig sollte man aber dann vielleicht auch andere Lösungswege in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Belüftung deines Beckens. Das heißt, durch eine Membranpumpe und einem Ausströmerstein da Sauerstoff ins Becken reinzubringen. Beziehungsweise, wenn du einen Außenfilter hast, um den Filter... Ich muss jetzt 18 Uhr gleich los. Also, jetzt nicht dringend, aber
Ich beende dieses Video jetzt hier. Es geht schon wieder 15 Minuten. Falls es gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn es dir gefallen hat, vergesst nicht, Abo und ein Like. Und ciao.